Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Show and Tell. Und zwar geht's jetzt weiter mit den Milchzähnen. Wir machen heute. Moment. Hier. Wir machen heute die Zone hier. Also alles, was im Nebel liegt. Das hier machen wir. Das. Und einen habe ich euch beim letzten Mal versehentlich irgendwie unterschlagen. Den machen wir auch noch. Das zeige ich euch gleich. So. Wir gehen von hier aus. Wir sind jetzt nochmal. Hier, wo die Bombardierkäfer sind, ne? Da war die Steckdose. Da sind die Bombardierkäfer. Gut. So. Gehen wir mal hier in Richtung Haus. So. Jetzt kommt hier gleich auf der linken Seite der Platz, wo die Wolfsspinne schläft. Hallo. Hier noch nicht. Aber ich glaube, hier gab es noch ein Scabby. Ja. Ich glaube schon, ne? Nehmen wir den auch gleich mit. So. Und hier schläft die Wolfsspinne. Kann man natürlich versuchen. Mit Schleichen. Gehen wir trotzdem auf den Hammer so. Wenn wir uns ranschleichen, ob wir dann an den Zahn rankommen, ohne dass die Spinne wach wird. Wäre nicht verkehrt. So, ist ja dahinter. Vielleicht sieht sie uns auch nicht. Können Spinnen riechen? Weiß es nicht. So, wieder schleichen. Und weg. Subi. Das war der eine Zahn. So, jetzt geht's weiter in die Giftzone. Habe ich eine Maske mit? Habe ich. Gut. Weiter zur Giftzone. So. Diesen Scabby habe ich doch, oder? Ja. Ja, das ist immer eine Rennerei. Hier kann man übrigens super duper gut die hier sammeln, ne? Die liegen hier rum. Einfach so. So. Jetzt kommt gleich der Graben. Das sollte jetzt gleich kommen. Da ist er doch schon. Und hier unten gibt es nämlich einen Zahn. Jetzt muss ich nur genau gucken, wo der ist. Irgendwo hier drinne. Naja. Wir schauen mal. Hier explodiert alles. So, hier ist eine Feder. Da ist er schon mal nicht. Da ist er doch. Ein goldener Zahn. So, und wieder raus. Komm mal hier raus. Springen, spammen, hallo. Ja, hat funktioniert. Boah, war knapp. So, jetzt geht's weiter. Und zwar, warte, was ist der nächste Zahn? Wenn wir hier hochlaufen, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Zahn wieder. Ich zeig dann, wo es ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier auf dem Stein, wo der Rechen ist, ne? So, hier ist der Stein, wo der Rechen ist. Und wir müssen ungefähr dahin. So. Also gehen wir hier runter. Ja, ja.
Hier geht's ab, hä? So. Hier kommt nämlich gleich nochmal so eine Spalte. Schauen wir mal. Da liegt er. Gesehen? Prima. Hüpf. Boing. Und wieder raus. So, der nächste Zahn. Ja, ist er auch noch beim Rechen irgendwo, ne? Also der war auch hier irgendwo beim Rechen. Glaube mal, in die Richtung war das. Hallo, Marienkäfer. Hier sollte er sein, da ist er. Das wollte ich nicht drücken. Ja, genau. Genau. Genau das sollte nicht passieren. Nochmal zum Gucken. Hier am Rechen. Wir sind genau hier. Vielleicht mal schnell noch was zur Heilung nehmen, sonst bin ich nämlich gleich tot. So, Essen. Haben wir Essen dabei? Haben wir leider nicht. Das ist bitter. Okay. Egal. So, durch und raus wieder. Wo war denn hier der Ausgang? Und da ist er doch. Hier kann man raus. Ziemlich ungefährlich, oder? Naja, fast. So, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Wo ist denn der nächste? Oh, der ist... Warte. Der ist irgendwo da. Da müsste der sein. Gut, dann sehen wir uns da wieder. So, fast da. Hier ist der Stiel vom Rechen und wir müssen in die Richtung. Da oben ist so ein Labor mit einem Punkt. Hepp. So. Jetzt geht's hier lang. Ach. Da unten ist eine Minz. Eine Minze? Schauen wir mal, wo wir sind. Nee, nee, nee. Ach, ganz falsch, ganz falsch. Wir müssen noch viel weiter hier hoch. Ist so ziemlich am Anfang von der Schlucht. Aber den hier nehmen wir noch schnell mit. Zack. Und der ist hier, ne? Gesehen? Gut. Gehe ich in die richtige Richtung? Hoffentlich. Ne, natürlich gehe ich in die falsche Richtung. War ja mal wieder klar. So, hier müsste nämlich gleich noch so ein Graben kommen irgendwo. Glaube ich mal. Ich habe mir das so ungefähr eingeprägt, aber nicht alles. Bin ja natürlich wieder in die falsche Richtung gelaufen, Mann. Nee, das ist nicht gut. So. Hier sind wir jetzt beim Rechen nochmal. Könnt ihr sehen? Hier. Da ist der Rechen. Und dann müssen wir jetzt hier ganz vorbei. Also wir waren eben auf der anderen Seite von diesem Graben. Jetzt müssen wir wieder auf die Seite vom Graben. Oder ich bin auf die Seite vom Graben gegangen, um das euch zu zeigen. Hier müssen wir rein. Ich zeige es mal von oben. Einfach hier komplett vorbei. Bis zu den großen Steinen.
Mann, hier ist ganz schön was los, ne? Autsch. So. Hier rein. Und dann liegt er hier. Ja, natürlich wieder so ein Ding in der Nähe, ne? So, und dann kann man hier auch nochmal gemütlich rausgehen. So, kann man jetzt gucken, wie viel habe ich denn gefunden? Ah, nee, da sind die anderen noch dabei. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, aber ich glaube 3 weiße und 2 goldene. So, dann war es das für heute. Das ist alles, was in der Hecke und unter, wie heißt das, unter der Terrasse ist, alle Zähne. Dann bis zum nächsten Mal, dann kümmern wir uns wahrscheinlich um den Picknicktisch und rund um den Sandkasten. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.